Pokémon Unite! Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Mega nice, dass ihr bei dieser Pokémon Unite Wochenübersicht wieder mit dabei seid. Und wie immer starten wir rein in die Neuigkeiten. Diese Woche gibt es tatsächlich nicht so viel Neues, aber ich habe auch ein paar Leaks für euch, die am Ende des Videos kommen. Die Sonderangebote zu den Halloween-Skins laufen immer noch an. Sonst das Halloween-Event läuft auch noch eine Weile. Es gibt einen neuen Wächter-Duraludon-Skin, einen Wächter-Relaxo-Skin. Und das war's dann eigentlich im Groben und Ganzen. Denkt an den Anmeldebonus, euch einfach nur anzumelden und ein paar kostenlose Items abzustauben. Ihr habt noch ein paar Tage dafür Zeit. Dann kommt als nächster spielbarer Charakter Zobiris. Bin ich auch schon sehr gehypt. Bin sehr gespannt, wie das wieder Spielfluss beeinflusst. In der nächsten Wochenübersicht erfahrt ihr nächste Woche wieder alles über Zobiris-Attacken. Also da auf jeden Fall die Wochenübersicht nicht verpassen. Ansonsten eine kleine Randinformation an alle, die es interessiert, wie lange es dauert, die getragenen Items alle auf Level 30 zu ziehen. Das habe ich jetzt vor etwas mehr als einer Woche erreicht, und zwar alles mit den kostenlosen Ingame-Währungen. Ich habe nie dafür Geld ausgegeben. Also habt ihr so grobe Orientierung, ihr braucht ja fast 1,5 Jahre, um die alle auf 30 zu sehen. Und es sollen jetzt tatsächlich passend dazu neue kommen, und auch bei den Kampf-Items soll auf jeden Fall auch ein neues kommen. Ich bin schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt und wie das Ganze den Spielfluss beeinflussen wird. Und das war auch schon wieder die kleine Wochenübersicht. Wie immer, alles schön kompakt für euch zusammengefasst. Was gefällt euch hier am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare, ansonsten lasst gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um keine Wochenübersicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.